ist, machen die Nachtschichten richtig Spaß. Man braucht nicht mehr so viele zuzuhören, man kommt doch selbst mal zur Worte. Aber müde, müde bin ich trotzdem. Ah, Hertha schläft. Ach süß, die kleinen roten Schlafbettchen. Da will ich sie mal nicht weiter stören. Dann hau ich mir hier auf der Couch. Ja. Keine Bewegung, ich hab den schwarzen Jürgen. Wer sind Sie und was wollen Sie? Baummännchen, Sie können aber auch erschrecken. Ich bin doch die liebe Ramona. Moment. Moment. Tatsächlich, Mensch, Ramona Besenbrenner, die Bardame aus Linneck. Mensch, meine kleine Zuckerschnecke. Wie kommst du denn hier auf unser Sofa? Ach, das ist eine lange Geschichte. Und im Linneck bin ich schon lange nicht mehr. Na, seitdem Marlene Kleinschmidt den Laden damals übernommen hat. Ich komme ein bisschen dichter ran. Da erzählt sich's besser. Aber nicht so rankuscheln, das riecht mir zu sehr auf. So, jetzt kannst du auspacken, aber leise, damit Hertha nicht hört. Was soll Hertha nicht hören? Mensch, Hertha, also meine Frau ist immer gerade da, wo man sie nicht vermutet. Guten Tag, Frau Baumann. Bringst du dir neuerdings Damenbesuch vor der Nachtschicht mit? Also, Herr. Hertha, das ist doch... Das sitzt aber... all die Krone auf. Aber, Frau Baumann, ich kann das erklären. Danke. Nur bedanke ich mich, ich kann keine weiteren Erklärungen mehr. Hertha, das... Mensch, Hertha, das kannst du doch nicht machen, Mensch, kann man so auf ein paar Stunden Ruhe hier freuen. Wieder gefälligst weit über. Wir sind doch ja kein Striptease-Schuppen, Mensch, hier also. Entschuldigen Sie bitte, Herr Baumann, aber so schlafe ich immer. Das nimmt mir sonst den Atem. Dann hast du mir eben auch beinahe genommen hier. So ist es immer. Überall, wo ich hinkomme, störe ich. Allen bin ich im Wege. Ja, aber mir noch nicht, Mädel. Mir noch nicht, aber wenn es so unangemeldet und hier so mit oben fast nichts hier, die auf unserem Sofa rumregelst, da ist Hertha natürlich sauer, Mann. Naja, ist ja klar, aber Jens hat mich hierher gebracht, dass ihre Frau schon schlief. Jens? Ja, er hat mich nachts um zwei im Wartesaal aufgelesen. Ja, richtig, ja, der hat ja seine Eltern vergangene Nacht zum Zug gebracht. Aber der reist noch heute mit Konstanze. In Harz, aber wolltest du gestern Nacht Ufer reisen? Nein, ich wollte nur nicht die Nacht im Freien verbringen. Warum denn? Hast du keine Wohnung? Doch, bei meiner Tante ein Zimmer, aber da bin ich gestern Abend ausgezogen. Warum? Ach, Tante Paula will unbedingt, dass ich ihren Untermieter heirate. Naja, und dass wir bei ihr wohnen, damit sie nicht so alleine ist. Und deswegen brauchen wir doch heutzutage nicht gleich zu heiraten. Das ist ihr zu unsicher, sagt sie. Erst gefiel mir ja der Udo Peschke auch sehr gut. Aber seitdem der immer mit anderen... Oh, na richtig hast du gehandelt, das haben wir nicht nötig, um sowas bieten zu lassen. Ein Mann, der nicht treu ist, hat in unserer Familie nichts zu suchen. Ach, ja. Darf ich das als Selbstkritik auffassen? Herr Dacke, komm doch mal, du setz doch erstmal hin. So, und dann holst du schön tief Luft. Ja, so, ja. Das tue ich auch. Eigentlich wollte ich dich auf der Stelle verlassen und zu meiner Freundin nach Bernau ziehen. Aber dann habe ich mir überlegt, warum soll ich denn dieser jungen Person das Feld räumen? Nein, meine Liebe, Sie werden gehen, und zwar auf der Stelle und auf dem schnellsten Wege. Aber, Herr Dacke, Mensch, das ist doch keine junge Person. Das ist Ramona Besenbrenner hier, aus dem Linneck. Na, kick doch mal. Ach ja, tatsächlich. Ja. Jetzt, wo Sie wieder was anhaben, erkenne ich Sie auch. Das ändert ja nichts an der Tatsache. Sie müssen hier verschwinden. So geht das schließlich nicht. Ja, aber sie kann nicht zu Ramonas Tante. Was, zu welcher Ramonas Tante? Na, hier Ramonas Tante, Mensch. Die hat doch das...
Ja, deine arme Wurm, gestern Nacht kalt und hartherzig bei Nacht, Nebel, Regen und Schnee in die froststarrende Winternacht gestoßen, ja. Aber ich habe doch... Ja, du hast gebettelt und gefleht, ja, und hat ja alles nicht genutzt. Und nur, weil sie den von einer gewissen Paula... Zipfel, genau, ja, weil... Also, weil die Ramona den von einer gewissen Paula Zipfel begünstigten Udo nicht heiraten wollte, und zwar infolge ständiger Untreue seinerseits, in Tateinheit mit nächtlicher Ausschweifung seinerseits. So war doch was. So war's. Ach, so war das. Das tut mir aber leid. Und deswegen wurde ich ja das arme, das zerbrechliche Geschöpf hier, wurde jetzt bei Nacht auf das feuchte Pflaster unserer Straßen geschmissen mit die Schlaglöcher und die sonstigen Gefahrenquellen, wovon die Schulweisheit härter überhaupt gar nicht träumen lässt. Ach, wenn ich das gewusst hätte. Ja, wenn man das immer alles gewusst hätte, wäre aber... Aber er hat es gewusst. Und zwar war das meine und gewisser Sinn sich natürlich auch ihr Enkel, Jens, ja. Ach, der gute Junge. Ja, mit seinem Judith Herz, da von Maxe geerbt hat, verstehst du? Da hat er gleich gefühlt, hier tut Hilfe Not, und er hat geholfen. Und zwar ohne Hintergedanken, oder? Ach ja, ich ahne die Zusammenhänge. Meine Frau ahnt die Zusammenhänge wie gut für uns alle. Entschuldigen Sie bitte, Frau Baumann, wenn ich Sie verletzt oder gar gestört habe, aber ich soll Sie herzlich von Jens grüßen und Sie möchten bitte nicht sauer sein. Hast du gehört? Hast du gehört, Hertachin, was Jenschen gesagt hat? Du möchtest bitte nicht sauer sein. Und was bist du? Du bist trotzdem sauer. Ja, aber bitte auch noch. Nee, bitte, ist ja gut, ist dein gutes Recht. Ich nehme den Schiebel, ich beuge mir. Fräulein Ramona, Sie haben ja gehört, meine Frau wünscht also, dass ich Sie zurück in die kalte Winternacht stoße. Verlassen Sie augenblicklich diese Wohnung. Das bricht mir zwar das Herz, aber der Wunsch meiner Frau ist mir Befehl. Ach, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Natürlich bleibt Frau hier, solange sie nur will. Und seien Sie mir bitte wegen vorhin nicht böse. Ach, Ivo, Frau Baumann, und vielen Dank. Aber Ihr Mann hat sehr übertrieben. Ich bin mehr oder weniger doch von alleine ausgezogen. Nimmt die herzlose Person noch in Schutz, das gute Kind. Nein, ist schon gut. Auf der Straße hätten Sie so und so nicht bleiben können. Und dass mein Mann immer schamlos übertreibt, das habe ich gleich mit einkalkuliert. Natürlich, nun kriege ich wieder meinen Fettwasser. Ja. Aber ich freue mich trotzdem, Hertha, dass ich nicht ungehört an deine offene Tür kloppen durfte. Ne? Meine kleine Goldmaus. Ja. Und die kleine Goldmaus geht jetzt erstmal Kaffee kochen. Ah, und ich helfe ihr. Ja, ist gut. Psst. Wer ist denn das schon so früh? Das werden wir gleich sehen. Oh Gott, das ist Tante Paula, die will ich aber jetzt nicht sehen. Sie gehen in die Küche, ich mache auf. Na, die Tante weg, gleich mal flüstern. Du, Max, Fräulein Müller möchte dich sprechen. Müller? Kenne ich nicht. Oh nein. Ach, Iris, Mensch, da du hast mal gerade so gefehlt, Mensch, mitten in der Nacht. Jederzeit, das haben Sie mal gesagt. Jederzeit sind Sie für uns zu sprechen. Na ja. Also erst mal moin, ne? Und dann einen schönen Juden. So, also was ist du? Ja. Ja, Mensch, ich habe keine Zeit, ich muss zur Arbeit. Siehste, und ich komme von der Arbeit und habe auch keine Zeit. Also, wann liegst du an? Jedenfalls, so geht das nicht. Schön ruhig. Rede. Was geht so nicht? Mit eurer Maskenball-Öbel-Teppening heißt da im Lindeneck. Und warum geht das nicht? Weil denselben Tag Jugendtanz angesagt ist. Wo? Mann, ich raste gleich aus. Im Lindeneck natürlich. Wir haben Vertrag mit den Kleinschmitten. Also erstmal, Iris, die steht auf der Weide und macht Mu. Und zweitens ist euer Vertrag zum 31.12. vergangenen Jahres abgelaufen. Und jetzt haben wir Februar. Ja, der wird aber neu abgeschlossen. Aha. Na Logo, Enrico Meyer hat seit November den Auftrag vom Club. Na, der macht das schon. Ach, Logo, der macht das schon, ja. Kommst du nicht heute, kommst du morgen auch nicht. Also die Tour, die könnt ihr woanders abziehen. Aber nicht bei Marlene Kleinschmidt, verstehst du? Die sorgt für Ordnung und Pünktlichkeit. Ich denke, die steht auf der Weide und macht Mu. Oh, also das frech Iris, also. Also das Fest findet statt, so. Oh. Gut. Na, das ist stark. Ja, nicht wahr? Könnt ihr mit deiner Clique, kannst ja teilnehmen dran hier. Warten, wir zusammen mit den ganzen neuen Opas? Oh Gott. Iris, wenn ich meinen Humor nicht hätte,
Also der Saal ist fest gemietet und ihr seid herzlich eingeladen. Das ist mein letztes Wort. Und bloß nicht, dass bei uns hier die ollen Kamellen hier, Walzers und Polkas abgezogen werden. Bei uns werden die ganz heißen Scheiben abgestoßen. Verstehst du hier? Die Purple und Itzi Bitsi hier. Wenn ich mir vorstelle, wie die da drauf abfahren, ich könnte mir jetzt schon gut lachen. Das würde ich lieber nicht machen, dann kannst du nicht kommen, das würde mir leid tun. Ne? Mensch, du bist ja sonst so prima Kumpel. Ne? Naja, so gesehen hat man mit euch ganz allen wenigstens immer noch seinen Spaß. Aber das Schlimme, ich sag Ihnen, das sind die mittleren Jahrgänge. Die werden von Tag zu Tag klüger. Ja, Iris, die können wir aber nicht extra deinetwegen abschaffen, verstehst du? Die verdienen nämlich hin und wieder ein paar Mäuschen, ne? Damit du zum Beispiel eine anständige Lehrstelle verpasst, kriegst ich meine so zum Beispiel. Ja, ich weiß. Ich verdiene ja das Geld, solange hast du dich zu fügen. Oh, nein, mein Olla. Richtig. Also, Herr Baumann, ich muss. Ich muss. Pennen muss ich. Hm. Ah, ich sehe auch noch von uns. Ciao. Ciao, ja, ciao. Ciao. Ja. Mensch, wenn ich denke, der die vor 5 Jahren noch Hopsi gespielt hat. Herr da, was hat die Bibel? Jetzt hopp sie ohne Falle. Wo ist er? Wo ist er? Wieso nicht? Ihr solltet aber sein, also muss ich beibringen. Den Schicksalsschlag, den Sie ja nicht ermessen können. Und wie kommen Sie darauf, dass Ihre Richter Ramona hier... Eben haben Sie Ramona gesagt. Also kennen Sie ihr? Sie? Mich? Nee, mich kennen Sie noch nicht, aber mich werden Sie noch kennenlernen. Machen Sie sich nicht draus, jeder Täter verquatscht sich mal. Erlauben Sie mal. Gut, junge Frau. Wer wie ich seine Ayata Christi aus dem FF kennt, ja? Der kennt auch den Kleben in Dur und in Moll. Meistens mehr in Moll. Nehmen Sie Platz. Keine Ursache. Ganz reizend. Ach, nicht Moment mal, wo habe ich denn jetzt den Zettel hier? Wo ich Blut und kalte Beine? Das haben wir gleich. Ja, hier ist er. Was sagen Sie nur? Keine Schrift kann ich nicht lesen. Nehmen Sie die Lesebrille. Das ist doch Ihre. Macht nicht, durch die kann jeder kicken. Tatsächlich, das geht. Ihre Nichte Ramona befindet sich in guten Händen bei Familie Baumann, 1157 Berlin. Das ist unsere Adresse. Ein guter Freund. Jens. Was? Nichts. Das ist ja doch eben Jens gesagt. Also raus mit der Sprache. Nein, ich sagte nur, die Schrift, die erinnert mich eventuell... Zum Donnerwetter, ich kann nicht schwindeln. Ja, den Zettel hat unser Enkel Jens geschrieben. Mit Schwindeln hätten Sie bei mir auch ganz schön auf Granit gebissen. Wissen Sie, wenn Sie mich fragen, liegt der Fall doch völlig klar auf den Armenten. Passen auf. Ich hab mal nämlich heute Morgen um 6 Uhr schon die Karten gelegt. Ach, die Karten lügen nicht. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich bin sehr gespannt. Das können Sie auch. Ob Sie glauben oder nicht. Bitte. Hier. Karo Dame. In traute Eintracht mit Pik Dame und Pik König, das sind Sie. Ja, wieso bin ich Pik König? Nee, Pik König ist Ihr Mann. Und das hier, das ist eine dunkle, verheiratete Dame. Und zwar über einen kurzen Weg hier Kreuz 8. Na ja, aber... Kein Aber. Sind Sie verheiratet? Ja. Wohnen Sie über einen kurzen Weg? Ja. Na also. Ja, aber ich war nie dunkel. Wirklich? Das heißt, als Säugling soll... Na, Sie. Sie können sich drehen und wenden, wie Sie wollen. Sein Schicksal entgeht keiner. Da ihr nicht den Blick von Tante Paula und die Zukunft, die liegt offen vor ihm wie ein Buch mit 7 Siegeln. Sehr interessant. Ja, das können Sie laut sagen. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen mal ausnahmsweise für den heutigen Tag die Karten legen. Moment, das hört's gleich. So, jetzt sind Sie Herz. Ja, wieso eben weiter nur Pik? So ist das Leben.
Jetzt um Sie sind sie Herz, jetzt um andere sind sie Pik oder K.O., wenn sie jünger werden. Hm? Nur machen Sie mal drei kleine Haufen. Mit links und zum Herzen zu. So. Und nun ziehen Sie mal, was Sie deckt und was Sie schreckt. Was? Ach Mensch, legen Sie ihn auf sich drauf. Eine zur Seite, ihn am Kopf, noch zur Seite an die Beine. Ja. Ja. Nehmen Sie die Beine wieder hoch. So. Vormittag steht Ihnen eine junge Dame ins Haus, sowie eine Unterredung mit Piet König, das ist jetzt Ihr Mann. Tatsächlich, ist alles eingetroffen. Mhm. Aber wie geht's jetzt weiter? Man soll den Schicksal nicht über Gebühr strapazieren. Da haben Sie auch wieder recht. Ja. So, und nun rufen Sie mir mal meine Nichte, ich hab mit ihr zu reden. Ich bin nötig, ich bin schon da. Na wunderbar! Dann pack deine Plünden und komm nach Hause. Ich denke nicht dran. Erst wenn der Udo Peschke auszieht, sonst siehst du mich nie wieder. Na, das wird ja immer besser. Mädel, der Udo Peschke, das ist ein feiner, gut aussehender Typ. Ich weiß ja nicht, was du gegen den hast. Ich lasse sie am besten mit ihrer Tante allein. Da können sie sich in aller Ruhe aussprechen. Du weißt sehr genau, was ich gegen den Burschen habe. Und im Grunde hast du ja nur Angst, dass er auch auszieht, wenn ich weg bin und dass du dich an neuen Untermieter gewöhnen musst. Na klar geht's mir darum, nette Leute um mich zu haben. Und wenn du nicht wiederkommst, dann zieht sich der Udo doch was Neues an Land. Und das in meine Wohnung. Du kennst ihn doch. Na ja, eben. Und deswegen will ich ihn ja auch nicht wiedersehen. Ich kann ihn ja auch nie rausschmeißen, wenn ich auch wollte. Na, das ist dein Problem. Ich muss ja auch mal an mich denken. Was? Aber Tante, du machst doch nicht so ein Theater. Also damit erreichst du bei mir gar nichts. Hättest du dir Dank dafür, dass ich da aufgenommen habe, als du aus Schwerin runterkamst. Und jetzt lässt du mir alleine mit einem wildfremden Mann, der dazu noch nie wieder fremd geht. Die gleiche Erscheinung, derselbe elfengleiche Jan, gib mir zu, Heinz Eon, du bist der Mensch, erlauben Sie mal, ich bin Max Baumann, also. Also, mach mal einen Punkt, Tante. Das war doch Ihr erster Mann und der war Solotänzer und seine Glanzrolle war der blaue Vogel im Dornröschenballett. Tante, ja, ist ja gut, Mann, kommen Sie raus, ich tue Ihnen nichts. Das war nur eine Reminiszenz an vergangene Erfolge. Zipfel, mein Name. Angenehm, Baumann, das... Ich bin jetzt wieder besser. Ihr war noch nie so gut wie jetzt. Übrigens, blau kleidet ihn. Ja? Mhm. Naja, wenn Sie es sagen. Also wenn du mich fragst, seine Stimme klingt doch ganz anders als die von Heinz Eon. Nicht so lieblich. Also übrigens, Frau Männchen, meine Tante möchte mich mit nach Hause nehmen. Und was macht der Mädel so zick drum? Recht hat sie, Mensch, bei ihm müssen ja auch Zustände herrschen, also ich muss schon sagen, oder so. Also wenn Sie mich fragen... Ja, dann fragt sie aber keiner. Gut, das bin ich gewohnt. Erst ging vor 20 Jahren mein Heinz Eon. Das war der blaue Vogel. Ja. Na, jedenfalls ging er mit einer Opernsoufflöse durch, nicht? Und als dann noch mein Johnny der Zeitliche segnete... Das war Ihr zweiter Mann. Nee, das war ein Rehpinscher. Moment mal, war der blaue Vögel, Rehpenscher? Sag mal, haben Sie eine Zoohandlung? Machen Sie sich ruhig lustig über mich. Ist ja auch leicht auf Kosten anderer, ne? Aber ich kann nicht alleine sein und ich will es auch nicht. Deshalb habe ich mir ja wohnungsmäßig auch nicht verkleinert und Ramona zu mir genommen. Und Herrn Peschke. Zugegeben, der hat auch seine Schattenseiten. Aber was soll ich denn machen? Sie malen jetzt ja nicht, stimmt?
Maxe hat nämlich schon was gemacht. Ja. Was denn, Baumännchen? Darf ich bei Ihnen bleiben? Nee, also da muss ich schon mit Hertha reden. Aber was anderes. Ich habe was organisiert, und zwar einen Maskenball. Ich wäre verrückt. Naja, irgendwie muss ja das Mädel auf andere Gedanken kommen. Kann ja sein, es findet sich sowas so für ein trautes Lebensglück zu zweit. Sondern in 8 Tagen steigt die Rakete. Ja, Baumännchen, wann haben Sie das organisiert? Vor 4 Wochen, nicht? Max hat ja gleich gewusst, dass da was auf ihn zukommt. Also der Mann hat den 7. Sinn, genau wie mein Hansi. Ja, das war Ihr Kanalenfohlen. Nee, das war Ihr 2. Mann. Er war an der Luft gesetzt. Ja, weil er genauso ein Typ war wie dein Untermieter, auf den du jetzt so schwörst. Darüber steht dir ja kein Urteil zu, ne? Also wenn sie mich fragen. Ja, ich weiß, sie fragen mich nicht. Trotzdem, ich bin dabei. Wobei? Na, bei dem Maskenfest. Naja, vielleicht will es der Zufall. Und wir treffen da wirklich den netten jungen Mann, ich meine, ihm der auch mehr gefällt, ne? Und der dann mit Ramona zu mir ziehen kann. Ach, das ist das Einzige, woran du denkst, Tante. Nee, warte mal, ich meine, vielleicht hat sie recht. Ich habe ja alle Junggesellen von 16 bis 60 aus unserem Kiezhag eingeladen. Vielleicht ist da was Passendes drunter. Wa? Ja, und ich prüfe sie. Ja. Einen nach dem anderen. Auf Herz und Kleber. Ja, und ich werde wohl überhaupt nicht gefragt. Mädel, du bist schön, du lässt die Männer auf dir wirken. Genau. Und wir beide, wir gehen als blaue Vögel, denn steht schon mal fest, Kostüm besorge ich. Warte, ja. Maxe in Blau? Mensch, Tante Zipfel, Mensch, sind ja genau meine Kragenweite hier. Maxe in Blau. Mann, haben Sie eben Feuer. Mit Ihnen kann ich, jetzt sagt mir mein Gefühl. Übrigens bin Jungfrau. Das werden Sie wohl noch lange bleiben. Den Sternbild nehme ich. Ah, ja. Und was sind Sie? Was bin ich? Wassermann, glaube ich, Hertha. Wassermann, ist es nicht gerade das Ideale? Könnte aber hinhauen, wenn Mars genau über der Venus liegt. Oh, Tante! Na, da wollen wir mal das Beste hoffen. Bei dem Maskenfest, da tritt natürlich Alfred Harp. Alfred Harponti auf, der ist Krebs. Sagen Sie mal, die Antwort ist nur mit Kleintieren, ne? Alfred Harponti? Der singende Säulenbrecher, den kennen Sie nicht? Keine Ahnung. Ja, den kenne ich doch auch noch nicht. Na, Kinder müssen ohne alles wissen. Alfred Harponti, den manage ich doch schon seit 2 Jahren und begleiten ans Pianoforte. Ich sage Ihnen, der bringt Stimmung in jede Bude, dass die Wände wackeln. Danke schön, Herr Vom. Sie sind mit drin. Ach, jetzt muss ich mir aber beeilen. Ich habe heute nämlich Bühnenprobe Fledermaus. Tante Zipfel, warte, Sie sind bei Theater? Metropol, als Parkettschwalbe. So, jetzt muss ich aber flinke Hufe machen. Bis bald, Herr Baumann. Drum verzeihen Sie, ha? Dass ich lache. Wisst ihr eigentlich, was du willst? Das ist eine ganz, ganz prima Frau hier. Ja, wenn sie will, aber meistens will sie ja nicht. Ach, na, die krempelt Maxe schon um. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Keine Ahnung. Jetzt krempel ich mir meine Falle. Und ich pass auf, dass sie niemand stört, ja? Ja, haben Sie sich mit Ihrer Tante ausgesöhnt? Na, so halb und halb. Halb und halb. Das ist eine gute Idee bei der Kälte. Ja. Also, Ramona, Sie können natürlich bei uns bleiben, solange Sie wollen. Ach, vielen Dank, Frau Baumann. Mir wird ja auch gar nichts anderes übrig bleiben. So, also, auf gutes Gelingen. Ramona, ich muss schnell mal einkaufen gehen. Wenn der Rundfunkmechaniker kommt, dann lassen Sie ihn bitte herein. Unser Radio ist nämlich kaputt. Klärchen, Frau Baumann. Ach, das wird es schon sein. Na, oder noch mal Tante Paula, die als Rotkäppchen halbtrocken kommt. Da kann sie besser platzen.
Doktor. Und das ist Fräulein Besenbrenner, eine gute Bekannte von uns. So, ich bin bald wieder zurück. Tagchen, Herr Kroll. Tag. Ist frisch heute draußen. Aber was soll ich? Tja, besser als warm und trübe, nicht? Ja, freilich, freilich. Ja, da werde ich mal nachsehen, was unserem Patienten fehlt, nicht? Ach, wie Sie so an die Sache rangehen, wie ein richtiger Doktor. Das gefällt mir. So. Kennen Sie Baumann schon lange? Ein Leben lang sozusagen. Ja? Ja. Bin hier im Dreh aufgewachsen. Ja. Als ich noch so klein war, da haben mir Baumanns jeden Sonntag haben die mir einen Lutscher geschenkt. Oh, ich habe auch Kinder sehr gern. Ich heiße übrigens Ramona. Ich auch. Bitte? Nein, ich liebe Kinder auch sehr gerne. Ja, mein Vorname ist übrigens Friedbert. Angenehm. Ja, meine Kunden, die sagen alle Krolli zu mir. Ja. Wie viel haben Sie denn? Kunden? Ja, da habe ich also... Ich meine doch Kinder. Ach so, ja. Nein, leider, da habe ich noch keine. Will denn Ihre Frau keine? Ach, ich bin da nicht verheiratet. Nein, auch leider, wie ich betonen möchte. Ach, da geht's Ihnen ja so wie mir. Ich war schon mal 7 Jahre lang verlobt. Mit einer Frau? Ja, natürlich. Ja, aber das ging dann alles in die Brüche, buchstäblich in letzter Minute. Und es war alles meine Schuld. Oh, halt nicht weiter. Doch, doch, das war wirklich meine Schuld. Ich war zu schüchtern. Weil... Das meine ich doch nicht. Können Sie nicht lesen? Doch, wieso? Na, was steht denn hier? Vor dem Öffnen der Rückwand Netzstecker ziehen. Und Sie fummeln schon rum, während das Kabel noch in der Dose steckt. Das sollten Sie aber wissen. Wie besorgt Sie um mich sind. Aber ich meine, der Hinweis mit der Dose da auf der Rückwand, der gilt doch nur für den Laien. Ja. Der Fachmann, der muss das Gerät unter Strom setzen, um den Defekt finden zu können und ihn eventuell auch beheben zu können. Ja. Ach, und Sie sind der Fachmann. Ja, na, da will ich Sie mal wieder unter Strom setzen. Sehen Sie, es passiert gar nichts. Ja, deswegen sind Sie ja gerufen worden. Also, ja, ich glaube, ich habe den Fehler gleich gefunden. Ah, das geht aber bei Ihnen schnell. Ich meine, in so einem Radio, da sieht es doch riesig interessant aus. So winzig und kann doch so viel Radau machen. Ja, wenn man sich das vorstellt, nicht, dass da ganze Sinfonieorchester darin musizieren. Ja, es ist ein Wunderwerk der Technik. Ja. Dass Sie sich als Frau für sowas interessieren. Rasend. Technik war schon immer mein Hobby, kam gleich hinter netten Männern. Ja, das... Ja, dann dürfte ich Sie vielleicht mal bitten, gern, mir die kleine Storchschnabelzange aus Baumanns Küchenschrank, linkes Fach, ganz unten zu holen. Für Sie hole ich alles. Ist das ein süßer Käfer, wenn die einem so zum Greifen nahe ist, da schmelzen mir alle Lötstellen. Benannt sind, nicht? Ja, ich glaube, die ist eine Winzigkeit zu groß für den kleinen Transistor hier. Ja, finden Sie? Ja, welcher ist es denn? Hier der gleich links, neben dem Oszillator, auch Schwingungserzeuger genannt. Och, ich liebe Schwingungen, besonders ihre Erzeuger.
Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Ich meine, in so einem Radio, da hat ja jedes Ding seinen Platz, nicht? Wenn es nur im Leben auch so sinnvoll eingerichtet wäre. Ja, wie recht Sie haben. Ja. Das hier zum Beispiel ist der Superhetero-Dyn-Empfänger auch super genannt. Ach, das ist ja super. Ich meine, wie Sie das so erklären, so wissenschaftlich und doch einfach, das hat man heute selten. Wenn einem das doch einer öfters erklären könnte. Ja, wenn Sie das wünschen, ja. Jederzeit, gern, ja, dann werde ich mal lieber doch selber nach der kleinen Zange sehen, wenn Sie erlauben. Ja, so schön die Ihre natürlich auch ist, ja. Seinen Schwingungen. Also über superlative Transformatoren oder wie das Zeug heißt, da weiß er Bescheid. Aber dass ein derart verstaubtes Radio nicht spielen kann, das weiß er nicht. So, jetzt geht's los. Das hier ist der kleine Klapperstorch. Darf ich Sie unterbrechen? Ja. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Am Staub. Am Zentimeter dicken Staub, da kann ja kein Ton durchdringen. Ach, nein, nein, wissen Sie, aber das ist... Nein, kein Aber. Gleich werden Sie ein Wunder erleben. Mensch, Mann. Mario, das kann doch nicht so schwer sein. Na, lehn's doch ein bisschen. Na, lehn's doch. Ja, also. Junge. Maxe, warum du den Klavier vom Nachbarn borgen musstest, wa? Kapier ich nicht. Mein Junge, weil nachher der große Alfred Harponti hier was vorsingt und das geht nicht ohne Begleitung, sagt Tante Paula. Ja, diese Tante Paula hat dir sowieso neuerdings den Hut auf, hä? Frau Zipfel ist Künstlerin, die hat von sowas Ahnung, hä? Hier, kick mal. Na hier. Echte Noten. Die Kapsel Fliegendreck gehalten. Schau einer schönen Frau nicht zu tief in Ausschnitt. Also Mario, jetzt lässt du deine Kalaika, ja? Denn was ihr Blick verspricht, das hält sie nicht. Wenn das deine Hertha hört. Überlege du lieber, ob für Sonntag mit der Disco alles klar geht. Nicht ist klar, ich kann nämlich überhaupt nicht kommen. Sag mal, Mensch, wieso denn? Du hast doch versprochen, sondern den Disc-Jockey zu machen. Das ist doch deine Spezialstrecke, also Mensch, wisst ihr. Maxe, du weißt doch, dass Jens und Konstanze verreist. Ja, das weiß ich, ja. Na ja, und dass wir sondern auf die Zwillinge aufpassen, oder hat dir das doch keiner gesagt? Ja, das hat ja... Ach Mensch, ihr macht aber auch Zicken, Mensch, also... Warte mal, Moment mal. Oma und Ike, wir müssen zu den Maskenball. Monika, kann Monika das nicht alleine machen? Die hat Bereitschaft in der Poliklinik. Ja, sie... Mensch, ihr macht... Naja, also Maxi kriegt das schon in den Griff hier. Also. Ja, ich bin aufs Schlimmste erfasst. Ja, ja. Das ist der singende Sorgenbrecher, der Alfred Harponti. Na, mach auf, ja, Mensch. Ja. Hoffentlich kann er Berliner Luft. Henrik, wir haben keine Zeit, Mann. Willst du Maxi bauen, Mann? Henrik, wir haben keine Zeit, sag ich dir. Mann, lass ab, Opa, die Nöle kenn ich. Das ist wohl hier der Rausschmeißer. Nee, mein Junge, das mache ich immer noch selber, wenn ich's für nötig halte. Pass auf, ich lass mal den anfassen, Mann, damit das klar ist. Keine Bange, wa? Ich will mal dir ja nicht die Finger schmutzig machen. Was ist? Ist was, oder meinst du mir damit? Mario, du setzt dir hier hin. Herr Meier, der wird uns gleich sagen, warum er so auf der Palme ist und dann zieht hier Ruhe ein, okay? Siehste, das ist der Ton, den ich angenehm registriere, Mann. Drum dürft dein Pflegeopa mir auch Rico nennen, wie in alte Zeiten. Ah, na, das freut mich aber. Mach dir Lulle aus, hier ist nicht Raucher. Psst. Lass da unseren lieben Besuch ruhig rauchen, ist das deine Lunge? Na also. Hier, Herr Meier. So. Recht so. Ne? Genau, recht so. Ja. Schade. Das neue Rentnerfestival, oder wie die Sause heißt, am Sonntag nicht stattfindet, wa? Herr Meier,
Wenn du damit unseren Maskenball meinst, der findet statt und zwar pünktlich. Jetzt bist du platt, wa? Oh Mann, auf dir könnt ihr knallhart abfahren, wenn ich lieber mit damit dein Flehe-Opa hätte. Das hast du nicht umsonst gesagt. Psst, Mario! Herr Meier ist unser Gast, nicht nur heute, sondern auch am Sonnabend. Kannst ja mit deiner Klinge kommen, Iris hat schon Bescheid gesagt. Das is it, ja. Die Kleine spinnt schon 7 Jahre davon rum. Die habt da vielleicht weiche Klopp mit eurer Quatsche. Aber bei mir ist sie nito mit die blöden Sprüche. Was hast du eigentlich gegen so eine harmlose Faschingsfete? Alles. Wir haben auf sowas keinen Bock. Kostüme und Masken. Vielleicht lassen wir uns mit sowas noch unsere ganze Individualität versauen. Soweit kommt das nicht. Sonnabend ist im Lindeneck Jugendtanz und sonst ja nichts. Klar, Sonnabend ist Jugendtanz. Zeig doch. Bloß nicht diesen und nicht im Lindeneck. Hättest ein bisschen früher aufstehen müssen. Rechtzeitig erscheinen sicher gute Plätze. Und so, mein Kleiner, nur mal ganz lieb. Jetzt kickst du mal draußen, wie die Luft ist. Super, ey. Das wird euch noch leid tun. So was wie ihr kann mir da ja nicht das geistige Wasser reichen. Na, komm schon. Das hat Folgen. Gut, dass ich Makarenko gelesen habe. Ist der kleine Meier öfter hier? Nee, nur wenn er uns was Liebes sagen will. Herr Baumann, der Patient ist als geheilt entlassen. Prima, da können wir wieder Radio hören. Ach, ja. Sie sind wohl inzwischen auf Klavier umgestiegen. Nee, naja, sind ja der große Alfred Haponti bei uns hier, ja. Kenn ich nicht. Ich auch nicht, trösten Sie sich. Was denn, den kennt ihr nicht? Das ist ein guter Bekannter von Frau Zipfel. Kenn ich auch nicht. Frau Zipfel, das ist Tante Paula, war. Und Tante Paula, das ist die Tante von Ramona Besenbrenner. Ramona, ja. Naja, die kenne ich. Das ist ein liebes Mädchen, nicht? Liebes Mädchen? Ah, ja. Finden Sie? Na, ich weiß nicht. Also, klar ist Ramona in Ordnung. Ne? Ja, und wer die mal kriegt, der kann sich wirklich gratulieren. Na, wo spielt er wieder? Das ist er. Ja, dann machst du. Na, der Alfred Haponti, Mensch, der sieht da genau nach die Noten hier, Mensch. Leihweise, wir besorgt, der singt da hier persönlich, wenn Sie nachher da teilnehmen wollen. Ja, das ist sehr lieb, Herr Baumann, aber ich habe noch einen Haufen Hausbesuche. Ja, sagen Sie, Herr Baumann, ich meine, die Mona, die Fräulein Ramona Besenbrenner, die ist heute nicht zufällig hier bei Ihnen. Sagen Sie mal, Krolli, was wollen Sie immer von Ramona? Das ist doch sowieso nicht für Sie. Warum denn nicht, Max? Eben, warum denn nicht? Ja, sag mal, ich will mal da nicht einmischen, aber... Wieso denn? Wieso? Ist die nicht mehr frei? Doch, Herr Kroll, gerade frei geworden. Also nicht hier ran, je früher, desto besser. Mario, Mensch, Junge, du... Mensch, du redest, wie du verstehst. Krolli. Ramona. Ist doch Bardame. Und infolgedessen jede Nacht auf der Achse, ne? Wie soll denn da ein Mann... Mensch, irgendwie muss der Schornstein noch mal rauchen, ne? Ach so. Nein, aber sie hat mir doch erzählt, dass sie so demnächst so ein kleines Tagescafé übernehmen wird, nicht? Und dann demnächst, Mensch, was soll denn das sein? Bei unserer Gastronomie, da dauert das doch Jahre. Holly, geben Sie es auf. Das Mädel ist keine Partie für Sie hier. Mensch, Max, ich verstehe dich nicht. Mario, so ist das nun mal manchmal im Leben, ne? Die Wahrheit, Holly, wenn sie auch schmerzt, ne? Die kann man nicht so einfach unter den Teppich kehren. Was bin ich schuldig? Hä? Na hier. Ach so, nein, ist ja meine Schuld, dass das Gerät mit in die Werkstatt musste. Nee, danke schön. Nee, das kann ich nicht annehmen. Das kann. Hier mal. Hier, bitte. Für die Kaffeekasse. Ja, danke. Dankeschön, Herr Baumann. Ja. Herr Baumann, also mit Ramona, muss ich Ihnen sagen, so schnell gebe ich da nicht auf. Nee, Herr Baumann. So schnell nicht. Ich nicht. Mario, Junge, das läuft. Ist der Maxe? Du verstehst ja nicht mehr. Junge, wenn ich den Kroll, der wieso ein bisschen schwer, ich meine, ja, von Entschluss ist, verstehst du? Wenn ich den die Ramona angeboten hätte, wie sauer Bier, verstehst du, hätte er sofort der große Stutzen gekriegt. Wieso? Aha, hätte der gedacht. Die preisen sie an, also muss er weg. Und was
was macht da so ein Übervorsichtiger wie Kroll? Er springt ab. Siehste, mein Kleiner, wa? Und so eine Panne können wir uns nicht nochmal mit Ramona erlauben, wa? Mensch, Maxe, du hast Ideen, ne? Junge, wenn ich die nicht hätte, dann würde es manchmal bei uns ja schon trüber aussehen. Auf jeden Fall halt den Kroll, habe ich jetzt die Ramona richtig verekelt. Du willst also mit Gewalt, dann wird er um sie kämpfen, wirst du sehen, Brust. Brust. Wisst ihr, Maxe, manchmal bist du mir richtig unheimlich. Ich mir selber. Du, das wird dein Kammersänger sein, wa? Ich lass ihn drin. Ja, das wird ja auch höchste Zeit, Mensch. Also, auf Tante Paula so kein Verlass. Mein Programm war immer die besten schon. Mario, das ist ja gut, dass ich dich hier treffe. Also, wie das gefällt, von der Bauern hier schon. Grüß dich, mein Maxi. Du behalte doch Platz, ne? Komm doch bloß auf den Sprung. Also, wie gesagt, Mario, du könntest ruhig dabei sein, wenn ich mit deinem Sohn rede. Hugo, wo bleibst du denn? Also, wie gesagt, Mario, das gefällt mir gar nicht, was ich da von dir höre. Wer wollte denn auf die Zwillinge von meiner Tochter aufpassen, solange sie mit ihrem Sohn verreist ist? Du doch wohl, oder? Was oder wie? Und was muss ich nun von deiner Monika hören? Zweimal warst du schon abends fort zum Sport und lässt das Mädel mit den Zwillingen alleine. Also ehrlich, du, das ist keine Art. Entschuldige, ich muss das mal so hart sagen. Wirklich, schließlich wäre ich ja bald deine Mutter. Das heißt, wenn mich dein Vater noch nimmt... Gornus, bitte, Hugo Masnus, setz dich doch mal hin. Du nimmst mal ganz die Ruhe. Also, mein Gott, was wollte ich denn jetzt sagen? Hugo, siehst du bringst mich vollkommen aus dem Konzept. Danke, ich hab's wieder. So, also, Mario, passe mal auf. Du musst dich ein bisschen mit der Monika befassen. Und nun natürlich auch mit den Zwillingen. Sieh mal, da kann man abends mal nicht zum Fasching gehen. Da muss man mal auf die Kinder aufpassen. Schließlich, wir sind eine große Familie, ne? Da muss einer den anderen mal ein bisschen unter die Arme greifen. Sieh mal, ich als Gaststätte, ich brauche den Fasching, ne? Verstehst du, mein Mäxchen? Wir müssen Umsatz machen. Aber Hugo, Maus und ich, wir haben ja schließlich auch keine Zwillinge, nicht wahr, Mäxchen? Ja, wir haben ja schließlich keine Zwillinge. Du sagst es mal, Hugo, du setzt dich wieder hin. Mein Mensch, ja. Schon bin ich bei dir und bei den Masken. Du bleib doch mal sitzen. Also sag mal, willst du etwa fort oder was? Oder wie? Also Kinder, das ist ja wie in der Schule. Dauernd steht einer auf. Mario. Jetzt fällt mein erstaunter Blick auf dich. Also entschuldige mal, du stehst doch hier immer noch nutzlos rum. Junge, also ehrlich, du müsstest jetzt wissen, was zu tun ist. Du gehst nach Hause und passt zusammen mit deiner Monika auf die Zwillinge auf. Junge, du denke doch mal dran, wir verlassen uns doch auf euch, ne? Ist gut, Stiefmütterchen. Stiefmütterchen? Also der Junge hat ja eigentlich... Die könnten ja von dir sein, Hugo. Also mein Mexel, ich erwarte von dir jetzt eine Antwort. Also was ist denn nun mit den Maskenball? Kommen denn nun von den Jungen noch welche dazu oder kommen keine dazu? Ja, also Marlene, das weiß ich auch nicht so genau. Na, du, das ist aber ein bisschen wenig. Du, das möchtest du wissen. Ich weiß gar nicht nämlich, ob das gut geht. Was soll da nicht sein? Sieh mal, meine Mutti, die hat das schon immer gesagt. Jung und alt, das gedeiht nicht. Oder wie das heißt. Deshalb sind ja Hugo Maus und ich damals auch nicht zu den Kindern gezogen, als wir das Lindeneck übernahmen. Nun gib mir doch mal recht, Hugo. Also glaubst es. So sitzt er den halben Tag zu Hause rum und sagt, okay, Bob. Das kann man ihm nicht verdenken. Also, mein Maxel, wie meinst du das? Wie soll ich denn das jetzt auffassen? Also, ehrlich, wenn ich nicht deinen eigenartigen Humor kennen würde. Ehrlich, ich könnte jetzt ein kleines Fass aufmachen. Und schon bin ich wieder beim Thema. Nun sag mal, bei dem Maskenball, was soll denn da überhaupt für ein Programm abrollen? Na, da kommt doch der singende Sorgenbrecher, der große alte... Oh. Ach,
jetzt hab ich doch den Namen nicht verstanden. Sag mal, was heißt du denn, Mai Krümel? Ja, entschuldige bitte vielmals, aber ich hatte einen Krümel auf der Schalmei. Also, da brauchst du dich doch nicht zu entschuldigen. Wirklich, wenn du husten musst, dann musst du husten. Na, du huste. Nicht mehr. Unterdrück's nicht. Also, mein Maxel, wie war der Name von dem Künstler? Entschuldige bitte vielmals, dass ich wiederum unterbreche, aber es hat geläutet. Hugo Maus, bist du hier der Butler? Also, wie find ich denn den Mann? Das wird der Künstler sein. Ja, das glaube ich kaum. Also, schätzen, woher willst du denn das wissen? Also sag mal das Vorlaute. Das lernst du wohl in deiner Abendschule, du? Überhaupt dein Benehmen, du? Ist ein bisschen merkwürdig. Ja, ich fühle mich ja auch sehr merkwürdig. Du, dann nimmst du nachher dreierlei Tropfen, ja, ne? Da oben, entschuldige, vielmals. Was ist denn nun schon wieder? Entschuldige, ich hatte ein Geräusch gehört. Na ja, und? Der Kerl hat mir doch tatsächlich versetzt. Künstler ist kein Verlass, Walter. Ach, damit bekannt man das hier. Marlene Kleinschmidt, die Wirtin vom Lindeneck. Angenehm, Zipfel. Freut mich, Marlene Kleinschmidt. Und das hier ist Hugo. Hugo, wo steckst du denn nur wieder? Kuckuck. Mensch, da ist Sonja. Gebimmelt? Mensch, wie soll ich denn das auffassen? Die kennen sich. Na klar, schon 100 Jahre war eifrig alte Schalme. Verzeihung, gnädige Frau, müssen sich irren. Was denn ich mir irre? Ja. Wäre ja was ganz Neues. Heute Morgen hast du noch mit Heiratsgedank und Glück über einen kurzen Weg auf meine Bettdecke gelegen und jetzt ist man Entschuldigen Sie bitte vielmals, gnädige Frau, aber gnädige Frau müssen sich schon wiederum irren. Ich hatte keine Heiratsgedanken und schon gar nicht unter der Bettdecke. Jetzt schlage gleich lang hin und steh kurz wieder auf. Na, und ich stutze. Und wie ich stutze. Ich stutze schon hier die ganze Zeit. Also entschuldigen Sie mal, meine Beste. Wie kommen Sie denn dazu, meinem treuen Lebenskameraden, Herrn Hugo Krüger, mein Bruder, als alte Fregatte zu bezeichnen? Nicht Fregatte, Schaluppe. Also, wir wollen uns doch jetzt nicht kleinlich an Worte klammern. Und wo soll Mai Krümel bei Ihnen gelegen haben? Erfahr ich das nun mal oder was oder wie, meine Beste? Na, hören Sie mal, ich lasse mal von Ihnen doch nicht für dumm verkaufen. Und Ihre Beste, die bin ich noch lange nicht, dass das mal klar ist, ja? Oh, also, oh, also, ich glaube, mir wird auf einmal ganz übel. Besser. Pfui, ich bin mal im Badezimmer. Ja, mein Mexel, sei mal so lieb, bitte kümmere dich um den Mann. Ich muss das hier erst noch klären. Also jedes Mal, wenn es drauf ankommt, da wird es meinem Hugo schlecht. Man könnte die Schwämmchen kriegen. Bei mir sind noch nie schlecht geworden. Besonders dann nicht, wenn es drauf ankam. Wie bitte? Weil da haben wir einfach 5 Minuten Medizin nach Noten gemacht und alles war im Lot. Ich glaube, ich wäre wahnsinnig. Werden sich nicht allzu viele verändern, ne? Ich brauche Luft. Hey, ich brauche Luft. Wir müssen Energie sparen. Lieber warmer Mief als kein Ozon, wie man es da ja immer zusammenpflegte, nicht? Ihr zweiter Mann, Frau Zipfel, der interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert nur, woher kennen Sie meinen Hugo? Ach, nun kommen Sie doch endlich mal von Herrn Hugo runter. Der Herr ist der bekannte Operettentenor Alfred Tarponti. Wer soll das sein? Also da kann ich ja nur lachen, und zwar höhnisch. Vielleicht ist er Ihnen auch besser bekannt als der singende Sorgenbrecher. Der? Und ein Sorgenbrecher? Also das ist ja nur wirklich der Gipfel, Frau Zipfel. Och, Sie, mit Ihrer schrillen Soubrettentöne können Sie mir noch lange nicht aus dem Urwald locken. Ich bleibe Dame, von Kopf bis Fuß. Also wenn Sie eine Dame sind,
Herzogin. Dann ist mein Sporschwein der Herzogin von Windsor. Dem sein Kreislauf, der ist. Sag mal, wo ist er denn? Der sitzt kreidebleich auf dem Badewannenrand und singt da. Mein Mensch, ich komme, ich eile, ich fliege. Mir bleibt aber auch nichts erspart. Aber wir sprechen uns noch. Von wegen mein Krümel auf ihrer Bettdecke. Sie! Irgendwo läuft die dann nie ganz rund. Also wenn Sie mich fragen, dann kann ich nur sagen, mir fehlen die Worte. Sie irren sich, das war nicht Alfred H. Ponti, das war Hugo Krüger, das ist ein langjähriger Bekannter von der Kleinschmidt, wir kennen die beiden schon seit Jahren. Das, ja. Solltet mir so geirrt haben, das wäre ja was ganz Neues an mir. Ja, man entdeckt öfter mal neue Züge an sich, wa? Ja. Hat geklingelt, Entschuldigung, ja. Das sind seine Noten. Und wo ist er? Der Sache muss ich auf den John gehen. Das wäre mal so. Ach, guten Tag, Frau Zippel. Na, wo ist denn nun Ihr singender Komiker? Ach, der scheint neuerdings Verwandlungskünstler zu sein. Und du? Dass du mir ja nicht wieder mit den Radiofritzen ankommst, hörst du? Der ist für uns ganz und gar unakzeptabel. Bin gleich wieder da. Meint ja Mandy unseren Krolli damit? Ja, und ich finde ihn so nett. Ist auch ein durch und durch anständiger, sehr lieber Mensch. Ja, aber Tante Paula akzeptiert ihn nicht. Der wohnt auf irgendeiner Miete und ich kann nicht mit hinziehen. Dann soll er doch mit zu Tante Paula ziehen. Das geht doch nicht. Der bekommt in einem halben Jahr eine eigene Wohnung. Und sie will uns für immer haben oder gar nicht. Eine sehr merkwürdige Einstellung. Tja, so ist sie nun mal. Sie kann nicht alleine sein. Naja, wer möchte schon gerne alleine sein? Da kannst du direkt ein bisschen leid tun. Ja, mir auch, aber ich muss ja auch mal an mich denken. Natürlich. Außerdem hat sie ja auch diesen Udo. Na, der hat eine neue Flamme und die soll eine Wohnung haben. Da wird er bestimmt bald hinziehen. Ach. Wo ist denn? Wo ist denn Tante Zipfel? Die sucht ihren Operettenbuffo. Aber sie kommt gleich wieder. Du, die hat was gegen unseren Conny. Na, Moment mal, da hat ja auch noch ein Wort mitzureden. Ja, sag mal, kennt ihr den Sänger? Nie gesehen. Aber er soll sich neuerdings mit Heiratsgedanken tragen. Und da könnte er mir gefährlich werden und darum ist er so misstrauisch. Wahrscheinlich liegt er in ihren Karten. Ja. Ja, und zwar bei mir. Caro Dame liegt bei Caro Bube, so heißt das in ihrer Sprache. Ja, und da ist sie misstrauisch. Na, Moment mal, aber wer dieser Caro Bube ist, das verrät sie nicht. Nee, da wartet sie noch auf einen inspirativen Traum, der ihr das kundtun soll. Was für ein Schwachsinn. Ja, also dann machen wir... Maxe macht jetzt was, ja, verstehst du? Ja. Ramona, kochst du eine anständige Tasse Kaffee? Ja, ja. Und du, Hertha-Kind, du legst auf der Lauer und wenn die Tante Zipfel kommt, dann führst du sofort zu mir. Ja, und du redest mit ihr und bringst sie zur Vernunft. Und wie ich mit der reden werde? Warte mal, wo war denn das, du? Wo ist denn das Kartenspiel? Aha, so. Caro Bube, Caro Dame. Ramona, mit ihrer Heiratsgedanken. Na, die Tante... Wird sie vielleicht wundern, ne? Das ist er. Du, Max? Zu früh! Nein, zu spät! Vielleicht wird es zu spät sein. Retten Sie mich! Verbrennen Sie mich! Diese Männer! So was Albernes! Herr Krüger, Sie nehmen einen Blut weg! Also. Halten Sie Ihre Hand schützend über mich! Ich bin auf der Flucht! Vor Marlene? Und vor Paula! Sie sind mir dicht auf den Fersen! Moment mal. Denn sind Sie also doch der Alfred H. Ponti? Ja, das heißt nein. Woher wissen Sie? Herr Krüger, Sie haben mal schon einmal Ernas Mutter vorgespielt. Da bin ich auf den Leim gegangen. Ein zweites Mal falle ich nicht mehr rein. Da. Auch Paula konnte ich ja nicht überzeugen. Sie ist mir dicht bis zur S-Bahn gefolgt und dann verbarg sie ihr Gesicht hinter dem Horizont. Horizont? So weit weg war die?
Ich meine doch die Zeitschrift. Zum Glück bin ich beiden entkommen. Ich meine Paula und Marlene. Ja, warum sagen Sie denn den beiden aber nicht die Wahrheit? Wenn Paula von Marlene erfährt, würden sie mich nie mehr begleiten. Und wenn Marlene erfährt, dass ich unter einem Pseudonym auftrete, das würde sie mir niemals verzeihen. Das ist noch ein Überbleibsel aus meiner Jugendzeit. Damals, als ich im Cottbuser Postkutschchor sang. Herr Krüger, was denn, Sie können richtig singen so? Ja, singen ist übertrieben. Ich rufe so mehr vor mich hin. Verlässt man Sie öffentlich und gegen Bezahlung auftreten? Doch, was meinen Sie, wen man heute noch alles öffentlich und gegen Bezahlung auftreten lässt? Und Marlene? Ja, Marlene glaubt, dass ich auf einem Kellnerlehrgang bin. Herr Krüger, wenn Sie so weitermachen, dann sind Sie bald reif für die Wochenpost. Heiratsannoncen? Nee, die letzte Seite als Zeuge dieser Sache. Sie machen mir aber Mut. Aber was soll ich jetzt tun? Herr Krüger, Sie müssen sie teilen. Dann können Sie unbemerkt hier rauskommen. Wie das? Na, ganz einfach. Für Marlene sind Sie der Kammersänger. Und für die Paula Zipfel, da sind Sie Hugo Krüger, oder? Das ist eine glänzende Idee. Damit bin ich raus aus dem Schneider. Ja, aber nur für diesmal, verstehen Sie? Wenn ich Ihnen den zweifelhaften Rat gebe, denn nur um die Väter zu retten. Später müssen wir die Wahl zahlen. Wir? Sie. Was, ich auch? Oh. Herr Baumann, wenn ich Sie nicht hätte. Gut, das hätte ich Ihnen aber bemerkt, oder? So, wenn Sie nur Requisiten oder Kostüme brauchen, verstehen Sie? Dann alles bei mir im Schlafzimmer. Talent haben Sie ja wohl selber. Hier wollen wir. Und wenn die Paula Zipfel kommt, weil ich habe mit ihr noch was zu reden, ich rufe sie denn. Stichwort ist Einsehen. Ja. Stichwort ist Einsehen. Ja. Herr Krüger. Ja. Herr Krüger, und wenn die Marlene kommt, Stichwort ist Kuckuck. Wenn Marlene kommt, Stichwort ist Kuckuck. Ja. Ja. Na nun hier, also je kleiner die Künstler, desto größer sind die Hudeleien, die man mit denen hat. Moment mal, ist das Marlene oder ist das Paula Zipfel? Da ist sie. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Herr Baumann, meine Tante möchte Sie sprechen. Er ist eingeschlafen. Lass mal, meine Kleine. Jemand, den weck ich schon. Uff. Der pennt ja wirklich. Scheint schwere Träume zu haben. Vielleicht ist er ein gutes Medium. Mal sehen. Max Baumann, hörst du mich? Schlafe tief und fest und sprich zu mir. Ich spreche zu dir, Ramona. Nee, hier ist nicht Ramona. Hier ist Zipfel, Paula Zipfel. Träumst du von mir? Nein. Wenn ich bloß wüsste, wie ich ihm den Traum entlocke. Ramona. Du träumst von Ramonan? Ich träume von Ramonan. Wer ist bei ihr? Radio. Im Radio. Was hört sie denn? Radio Mechaniker. Ach, dass ich auch meine magische Kugel nicht bei mir habe. Die Kugelvase, die müsste gehen. Bei meinen sinnlichen Kräften. Max Baumann, fühle.
Der Mann hat jetzt wirklich Gesicht. Sie sind füreinander bestimmt, so soll es sein. Jetzt muss ich meinen Segen dazu geben. Das Schicksal hat gesprochen, ob ich will oder nicht. Den hätte ich Ihnen ja vielleicht noch abgekauft, ja? Aber der Trick mit den Karten, der war 3 Nummern zu dicke. Schade, ich habe gedacht, das hat geklappt. Ja? Vielleicht ein andermal. Ja, in dem Falle gibt es bei mir kein andermal. Wo ist er? Wer ist wo? Na, Alfred H. hat er sich wieder versteckt, hinter der Gardine. Der Alfred H., der war doch noch ja nicht hier. Das war doch Hugo Krüger. Der Alfred H., der wird der zu Hause sein. Irgendwie. Sehr merkwürdig. Was ist denn da merkwürdig dran? Was ist denn überhaupt mit den blauen Vögeln hier, wa? Ach, das hat nicht hingehauen. Das Männchen von den blauen Vögeln war eine kleine 44 und das Weibchen eine schmale 38. Mehr brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen, wa? Nee, wenn ich Sie so ansehe, wa? Aber in Blau je trotzdem und wenn ich mal innerlich einfärbe. Na gut, aber wo ist Alfred? Wo ist, der wird in seinem Appartement wird der sitzen, da sich einsingen, die. Ah, ja, und dieser angebliche Krüger sitzt hier auch in seinem Appartement und singt sich ein, hä? Das weiß ich nur. Woher soll ich? Also jetzt sag ich überhaupt nicht mehr zum Kuckuck, Mensch, hier. Oh, Mann. Die gnädige Frauen sehen aber bezaubernd aus. Hey! Bist doch Alfred H. Versuche ja nicht, mich wieder hier das Licht zu führen. Und jetzt wird hier so und zwar aus voller Kehle. Sag mal, seit wann trägst du eine Brille? Ja, ich habe des Öfteren so undeutliche Momente. Denn merkt man nur. Aber überhaupt, wie siehst du denn bloß aus? Das war Herrn Baumanns Idee. Also Kinder, wenn wir uns jetzt schon hier verhaftet haben, dann wollen wir wenigstens ans Klavier gehen und die Stimme hier hören. Los, hier, Tante Zipfel, hau sie rein in die Tasten. Ne? Also mal Tazet, welche Nummer hatten wir gestern? Na nun, die Noten sind ja heute so groß. Na Mensch, Kunststück. Kunststück mit meiner Lesebrille hier. Ja, dürfte ich mal um ein D bitten? D. Los, Alfred, alte Schallluppe, hau den Riemen auf die Eule. 3, 4. Schau einer schönen Frau nicht so tief in die Augen, denn was ihr und wer... Was willst du sein? Ist singender Sorgenbrecher? Dann ist ja der Bohrer von meinem Zahnarzt Caruso. Thank you.
Ach, manchmal hast du wirklich gute Ideen. Ja, ta, 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 ta. Marlene! Ja? Mann, doch. Siehst du, er hat da so was Hetze anziehen müssen. Sag mal, warum habt ihr denn die hübsche Musik ausgestellt? Ich hatte hinten gerade was für Stimmung gekriegt. Ich habe hinten keine Stimmung und vorn schon ja nicht. Ach, das macht doch nichts, kommen erst die Gäste, kommt auch die Stimmung. Na, das will ich schwer hoffen. Wir dürfen uns heute keinen Durchhänger erlauben. Also ich verstehe das nicht. Mensch, die ersten Gäste müssen doch schon längst da sein. Tante Paula hat übrigens endgültig abgesagt. Ja, naja, ich weiß, das ist meine Schuld, weil ich meinen Hugo nicht singen lasse. Dabei sagt er immer, von Marlene könne er ein Lied singen. Yes. Hugo, man hält sich nicht länger am Gast auf als unbedingt nötig. Und bitte kassiere gleich ab, ich habe dir das Schottenkostüm nicht umsonst angezogen. Umsonst ist gut, ich habe die Leihgebühr bezahlt. Leni, was kann ich für dich tun? Also bitte, nur sage doch vor den Gästen nicht immer Leni zu mir. Was meinst du, was ich heute noch alles vor den Gästen tun werde? Also keiner kommt, Mensch. Daran bist du schuld, Marlene, mit deiner zickigen Stimmung in dir. Wieso denn du? Meine Stimmung, die ist in Hochform. Herr Hugo, noch mal zwei Kaffee hier. Jawohl, Herr Kapitän im Blau. Zwei Kaffee. Das wird ein schönes Kaffeekränzchen heute werden. Also der Mann, der ist direkt aufmüpfig. So kenne ich den gar nicht. Tisch 3. Keine Tätlichkeiten bitte am Tisch 3. Sie verkehren hier in einem Lokal der Preisstufe S. Mensch, Marlene, lass doch die beiden schmusen, wo sollen sie mitten hin im Winter, nachdem du Tante Paula so verärgert hast. Tja, hast du mit dem Zimmer, da ist es jetzt nur Essig. Na, ist auch kein Wunder nach dem Krach von neulich. Man beleidigt eben keine Künstlerin, oder? Oder kannst du Klavier spielen? Na, immerhin, mit ihren Fingern. Also komm, wir kicken uns mal in den Saal an. Vielleicht sind später noch ein paar nette Gäste hier. Gemeint. Na, wer? Seien Sie mal froh, dass Ihre komische Tante nicht da ist. Die würde noch ganz andere Töne anschlagen. Also jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Keine Selbstbedienung. Auch wenn meine Tante komisch ist, das geht Sie einen feuchten Kehricht an. Und dann haben Sie noch lange nicht das Recht, meine komische Tante eine komische Tante zu nennen. 3,80. Also ich werde mich schwer bremsen, hier noch irgendwas zu sagen. Darum möchte ich auch schwer bitten. Also ich suche schließlich kein Zimmer. Eben. Sagt man, müsst ihr denn unbedingt heute streiten? Also halt dich da bitte raus, Friedberg. Na Kinder, warum seid ihr denn so verknatzt? Wir wollten heute lustig sein, ne? Also erstens einmal, ich bin nicht ihr Kind. Und zweitens einmal, ich bin auch nicht verknatzt. Ich bin lustig. Und zwar bin ich lustig, wenn mir es passt. Und jetzt passt mir es eben nicht. Ach, Sie hätten erlauben sollen, dass ihr Hugo da heute singt. Wir hätten Tränen gelacht. Nun mischen Sie sich bitte nicht auch noch in meine Intimsphäre. Dabei ist sie schuld, dass hier keine richtige Stimmung aufkommt. Nein, schuld bin ich. Wieso? Ja, weil ich immer schuld bin. Ach so. Also gut, du tust ja gerade so, als wäre ich ein Unmensch. Naja, nicht direkt. Bitte? Reni, ja? Warum bist du heute so hart zu mir? Also bitte, keine Sentimentalitäten, Hugo Maus. Wir sind heute hier Gaststättenleiter. Ja. Auch Leiter haben manchmal ihre schwachen Minuten. Keine Namen. Na, wieso? Schließlich keine Schande, mal schwach zu werden. Naja, in der Liebe. In der Liebe vielleicht nicht. Ach. Du, ich merke schon, du willst mich wieder aufweichen. Ich würde dich gern heute Nacht mal so richtig verwöhnen. Ja? Ja, es sei denn, dass man mir das richtige Stichwort gibt. Du, was denn für ein Stichwort? Leni, du bist sprudelnd wie herrlicher Sekt. Apropos Sekt, wir brauchen noch Wein.
Hugo Maus, bitte sei Schatz, geh in den Keller und hol ihm noch ein paar Flaschen. Es ist gut, dass mir das noch eingefallen ist. Ich wollte gerade schwach werden. Bitte sei so lieb und geh. Ich weiß zwar nicht wofür, aber... Warten Sie, ich helfe ihm. Hier ist es sowieso im Moment nicht los. Das liegt ja nur wo an Ihnen. Wetten, dass Sie sich jetzt volllaufen lassen? Mein Hugo nicht. Das ist der Saal dekoriert. Jetzt fehlen bloß noch die Gäste. Hier, Ihre Gästeliste. Damit es nachher nicht heißt, er hätte sie geklaut. Enrico, Mensch, bist du doch mal mit uns feiern? Sehe ich so aus? Viel Spaß denn noch bei eurer neuen Fete. Was sollte denn das? Wie kommt der denn zu unserer Gästeliste? Na eben, wie kommt denn der zu der Gästeliste? Also Moment mal, wie war denn das? Also ich glaube, ich bin vollkommen mit Nerven oder weil keiner kommt. Also ich, jetzt hab ich's. Also, aha. Nee, nicht aha, hier. Der junge Mann eben, der war gestern schon mal hier. Marlene, wir verreisen in 2 Wochen. Ist wahr? Wohin, mein Maxel? Also Maxel, mit mir kannst du das machen, du. Also wirklich. Also der junge Mann, der war hier, der wollte die Gästeliste holen, um nachzusehen, wer alles kommt. Das kann ich Ihnen genau sagen. Niemand. Ich habe das so ein Feeling. Also nun reicht's aber, Ramona. Nee, Hertha, lasse mal. Ich habe auch so ein komisches Gefühl. Ich habe überhaupt das Feeling, es geht alles schief. Was denn noch? Naja, sieh mal, der Mario, der musste doch die Disco absagen wegen der Zwillinge, ne? Ich denke, du hast für Ersatz gesorgt. Na, ich hab doch eben keinen gekriegt. Also Mensch, jetzt raste ich aber langsam aus. Ach, nur regt euch doch nicht auf. Marlene, mein Mann wird schon irgendeinen Ausweg finden, nicht Max? Ach, nicht Max, nicht Max. Mensch, immer Max, Mensch. Kann man doch nicht in Stücke reißen hier. Also mich wundert, dass sich keiner wundert, dass keiner kommt. Darüber sollten wir uns vielleicht mal wundern, oder? Ramona, du bist heute Gast wie jeder andere. Du hast nicht das Recht, hier zu wundern. Wenn sich hier einer wundern darf, dann ist das Maxe. Und ich muss euch sagen, ich wundere mir ganz mächtig. Immerhin ein Fortschritt. Ja. Psst. Herr da, psst. Das war die Außentür. Maxe, Namen allerseits. Mensch, Mario, Mensch. War dieser Enrico hier? Ja, eben. Ja, eben war er hier und hat die Gästeliste gebracht. Also doch, da ist irgendwas im Busch, aber ich krieg das raus. Also Moment mal, Mario. Sind jetzt etwa die Zwillinge alleine zu Hause? Ich ja gleich wieder. Du, ich nehme mir mal die Gästeliste mit. Was will er denn mit der Gästeliste? Ich bin gleich zurück. Also, verstehe ich überhaupt nichts Papa, mehr. Papa, stell dir das vor, die Zwillinge alleine zu Hause, ohne jeglichen familiären Schutz? Marlene, das sind echte Baumänner, die können ruhig mal ein paar Minuten alleine bleiben. Oh, ich glaube, da kommt jetzt wieder einer geströmt. Da müssen wir wegen Überfüllung schließen. Kennt ihr die? Nee, ich habe keine Ahnung. Die sieht aus wie Fräulein Werner aus der 27 Seitenflügel. Nee, Hertha, eher wie die Grundmann aus der 35. Dritte links, die hat auch mal einen Koffer bei sich. Ja, jetzt müsste man eine Gästeliste haben. Ach, Ramona, nee. Also ich habe das so im Feeling, das ist ein verkleideter Mann. Hugo Krüger ist der Mensch. Ja, der hat doch die Schote damals mit Ernas Mutter abgezogen. Das wäre doch ein Witz. Nein, also das macht mein Hugo nicht mehr. Kinder, für mich ist die Sache klar. Oh, gucken Sie mal, wer da kommt, Baumännchen. Das sagt doch ja nicht. Die hat's ja eilig. Habt ihr das gesehen? Wenn man bloß wüsste, was in dem Koffer ist. Na, vielleicht macht er krumme Geschäfte. Nein, sowas macht mein Hugo nicht. Also ich möchte wissen, was die bei Herrn Krüger bestellt hat. Vielleicht Wachteleier. Max, benimm dich doch. Also jetzt machen wir Folgendes. Ihr beide setzt euch unauffällig dahin
Und das andere kriegt Maxe schon in den Griff. Mein Maxe? Mit dem Koffer? Das übernehme ich, das krieg ich raus. Marlene? Ja? Das mache ich, mache ich. Jetzt könnte aber vom Max lernen. Sei vorsichtig! Schöne Maske noch frei? Ich halte ja bloß den Stuhl. Jede Bewegung, Original Radio Kroll. Das ist Scheiding. Ja, aber wo hat sich denn nun mein Krümel hin verkrümelt? Der wird sich schon wieder einfinden. Jetzt entlarve ich Friedberg Kroll. Blaue Nacht. La 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 la. Solche Frauen, die kenne ich. Ein Gläsel Shampoos und die wären zu Vampiren. Es ist ein richtiges Glück, dass mein Hugo nicht tanzen kann. Also das ist ja schamlos, findet ihr nicht auch? Also jetzt gehen Sie mal erstmal von meinem Kroll herunter und setzen sich an Ihren Einzeltisch. Und du begleitest mich. Mona, du weißt ja gar nicht, wer das ist. Ich weiß genug. Sagen Sie mal, meine Dame, haben Sie überhaupt eine Eintrittskarte? Ich... Ich meine, wenn Sie schon mit fremden Männern rituelle Verrenkungen machen... Bist du jetzt stille? Die Dame steht unter meinem persönlichen Schutz. Ach, ich höre wohl nicht recht. Doch, du hörst ganz richtig. Können die alle noch deine Pfeife tanzen? Bravo. Jawohl. Also, dann habe ich Ihnen nichts weiter mehr zu sagen. Sie sind genau wie alle anderen. Kalt und von rohem Feeling. Mona, Mona, Mona. Olli, Olli, Olli.
Part bleiben, sonst tanzt sie ihr Leben lang hier auf der Nase rum. Gut, bleibe ich im Part. Conny hat recht, die Dame steht auch unter unserem Schutz hier. Ja, Herr Baumann, stehe voll auf Ihrer Seite. Wieso denn voll, wenn ich auch noch herrlich getrunken habe? Oh. Mann, da wird aber Zeit, komm mal in die Theke. Max, jetzt hab ich's. Was darfst du? Mensch, Junge, du kommst einfach am unpassendsten Augenblick. Na, du bist gut. Jetzt haben alle eure Gäste heute im Briefkasten gefunden. Nein. Doch. Nein. Hertha, das ist ja eine bodenlose Gemeinde. Aus technischen Gründen. Marlene! Ja? Aus technischen Gründen fällt der Maskenball am Sonnabend im Linseneck aus. Gruß Kleinschmidt, Restaurantleiter. Das ist ja eine Frechheit. Da wollten nicht auf die Gäste kommen, also Maxel. Jetzt fehlen mir das erste Mal die Worte. Der Koffer, die Zettel waren in den Koffer von Hugo Krüger. Ach, das macht doch Herr Krüger nicht. Genau, dahinter stecken ganz andere Leute. Ah, Tante Paula. Alles klar? Klar. Was ist los? Wer soll das sein? Jawohl, ich bin's in voller Person. Donnerwetter. Na, jetzt bin ich aber echt ein bisschen perplex. Sag bloß, ihr wusstet das nicht. Stimmt. Wir wussten alles. So, Mario, und woher hast du das gewusst? Sie hat sich da bei uns umgezogen und betreut nachher die Zwillinge, damit ich hier bleiben kann. Na klar, deshalb blieb mir auch Janni lange umfallen. Colli, kommt ihr doch mal mit. Ich habe mit Ihnen was zu besprechen. Warum? Kommen Sie mal mit. Ich bleibe hart. Nein. Alter. Bleibe hart. Wo bin ich? Mit Polly hin? Das geht schon seinen Jan. Also, Moment mal, Frau Zipfel. Ich verlange jetzt erst einmal eine Aufklärung. Und zwar über den Verbleib von Herrn Hugo Krüger. Also erstmal schöne Reihe nach. Übrigens, Herr Baumann, mein Untermieter ist heute ausgezogen, freiwillig. Nein. Ja, dafür zieht morgen junger Boxer bei mir ein. Aha, starker Schutz im Hause, wa? Ach, kann man nicht sagen. Ist nur sehr verspielt und sabbert ziemlich viele. Was denn? Und sowas nehmen Sie als Untermieter? Nee, als Hund. Untermieter wären Ramona und Crolli bei mir. Wenn auch bloß für ein halbes Jahr, aber immerhin. Ne? So, und nun muss ich mal aber beeilen, die Zwillinge warten. Ja? Schönen Dank nochmal, Tante Paula. Ja, also ich bedanke mich da auch. Denn Sie retten meine Disco. Dankeschön. Ach, und bevor ich verschwinde, möchte ich euch noch das neueste Wunderkind aus Tante Paulas Grabkiste vorstellen. Moment, Kinder. Stichwort Kuckuck. Ganz doof, der hätte ich Ihnen ja nicht zugetraut. Das ist wirklich prima, Papa. Ist ja nichts Besonderes, macht ja heutzutage fast jeder Schlagersänger, nicht? Mein Drang zu den Brettern war immer stärker als meine Stimme. Wären Sie noch Tischler geworden? Gar keine schlechte Idee. Ich habe schon mit Paula besprochen, dass ich doch den Kellnerlehrgang besuchen werde. Och, mein steckender Krümel, warum besprichst du denn sowas nicht mit mir? Vielleicht warst du in letzter Zeit ein bisschen zu nervös für solche Aussprachen, Stiefmütterchen. Hm? Ja, also ich glaube, da ist was dran, du. Aber das Stecken, das gibst du mir nicht auf. Dafür sorge ich, du wirst bei mir die Nummer. Du kriegst gleich was zu trinken. Hilf mir mal. Ja. Kollege Krüger, ich hätte aber eine Frage. Ja, ich meine, wie sind Sie eigentlich auf den Namen Alfred H. Pondi gekommen? Na, ganz einfach. Ja. Alfred H. wie mein Vorname, Hugo, nicht? Und Ponti setzt sich zusammen aus den Buchstaben P-O-N-T-I, Programm ohne niveaulose teure Importe. Dann
Wetter her, also. Prost, mein Hof. Prost. Rück sofort den Zettel raus. Was denn für ein Zettel? Du weißt genau, was ich mir da erhebe. In die Pfoten weg, sag ich dir. So, jetzt gehen wir beide mal vor die Tür und ihr haltet euch da raus. Sie bleibt hier, hier, Mario. Du setzt dich da hin, Mensch. Herr Meier ist unser Gast und du, Enrico, du gehst immer die Leute näher an der Wäsche. Aber ich freue mich trotzdem, dass ihr gekommen seid. Ne? Ja, meine Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Bitte nehmen Sie Platz. Hugo. Ja, meine Herren, ich bringe Ihnen sofort die Karte. Ja, und Hugo Maus, bitte behalte den Frack an. Sieht gut aus damit. Ich platze gleich. Ihr müsst doch das Gerede von dem Mario, da müsst ihr nicht so hören. Der kommt langsam in die Jahre und hat keinen Verstand mehr so für die Individualität. Weil hier. Ich brauche frische Luft. Max, ich weiß nur keinen Rat mehr. Die Ramona ist immer sauer auf den Krolling. Baumännchen, helfen Sie mir. Ramona! Baumännchen, helfen Sie mir, Mensch. Krolling, Mensch, du hast doch von nicht eine Ahnung. So macht man das. Schau, Baumann! Da bist du nur Krolling. Ja. Na? Na also, nur hat sie ihr Feeling. Ach, das ist aber nett, dass Sie doch zu unserem Ball gekommen sind. Los, komm. Was liegt an? Und was? Ich bleibe hier. Und wegen meiner kann auch jeder wissen, dass ich die Zettel geschrieben habe. Wie bitte? Heute kommt hier jedenfalls keiner mehr. Was? Hugo! Hugo! Irrtum, oder bin ich keiner? Was willst du denn hier? Mensch, tanzen will ich, kapiert? Entweder Jugendtanz oder Sense. Die anderen sind alle auf meine Seite. Hm, das hast du dir so gedacht. Wir haben nämlich doch noch alle ein Brüchchen dran gegeben. Können nämlich auch realisieren, wenn wir wollen. Mensch, Maxe, wenn du wüsstest, was da draußen alles los ist. Mario, du störst. Na los, Rico, schmeiß die Mühle an. Bist ja doch einer von den heißesten Disco-Fans, wenn die anderen Urlaub machen. Na, dann will ich mal. Also, nur hat sie ihr Feeling. Ach. Also, nur hat sie ihr Feeling. Ach. Das ist aber nett, dass Sie doch zu unserem Ball gekommen sind. Los, komm. Was liegt an? Und was? Ich bleibe hier. Und wegen meiner kann auch jeder wissen, dass ich die Zettel geschrieben habe. Wie bitte? Heute kommt hier jedenfalls keiner mehr. Hugo! Hugo! Irrtum, oder bin ich keiner? Was willst du denn hier? Mensch, tanzen will ich, kapiert? Entweder Jugendtanz oder Sense. Die anderen sind alle auf meine Seite. Hm, das hast du dir so gedacht. Wir haben nämlich doch noch alle ein Brüchchen dran gegeben. Können nämlich auch realisieren, wenn wir wollen. Mensch, Maxe, wenn du wüsstest, was da draußen alles los ist. Mario, du störst. Na los, Rico, schmeiß die Mühle an. Bist ja doch einer von den heißesten Disco-Fans, wenn die anderen Urlaub machen. Na, dann will ich mal.